Bürgermeisterinnen und Bürgermeister der Lausitz, die Lausitzrunde, fordert seit langem Nachbesserungen bei den Strukturhilfen für die Lausitz. Doch seit anderthalb Jahren ist nichts passiert. Deswegen legen wir als Linke heute diesen Antrag vor. Wir fordern erstens, die Strukturhilfen für die Kohleregionen müssen zuallererst den im Kern betroffenen Gebieten zugutekommen. Genau. Niemand versteht, warum ein Forschungszentrum am Stadtrand von Berlin mit Strukturhilfen für die Lausitz finanziert wird. Die Gelder müssen vor allen Dingen nach Hoyerswerda, nach Senftenberg oder nach Weißwasser fließen. Zweitens. Die regionale Verteilung ist nicht gerecht. Während der Bund etwa im Landkreis Dahme-Spree 900 neue Stellen schafft, sind es in meinem Wahlkreis Bautzen gerade einmal zwei. Drittens. Bei der Projektförderung ist ein kommunaler Eigenanteil von 10% vorgesehen. Also mit welchem Kämmerer in der Lausitz haben Sie denn da gesprochen? Vermutlich mit niemandem, denn das ist einfach nur weltfremd. Viertens. Die Strukturhilfen sind nicht dafür da, die Versäumnisse der letzten 30 Jahre abzufinanzieren. Ich gönne ja jeder Kita und jedem Kulturhaus die Sanierung. Aber mit den Strukturhilfen müssen vor allen Dingen ökologische, nachhaltige Industriearbeitsplätze geschaffen werden. Fünftens fordern wir das Vorziehen der Förderperioden. Und sechstens will ich noch sagen, dass die Strukturhilfen nicht dafür da sind, die Lieblingsprojekte des sächsischen Ministerpräsidenten zu finanzieren. Also vorhin beim King Charles, da war er noch hier, aber 30 Minuten länger warten für die Lausitz-Debatte, das war dann wohl nicht so wichtig. Er verspricht einen ICE von Görlitz nach Berlin, damit er schneller wieder weg ist wahrscheinlich. Aber zwischen Bautzen und Dresden fährt immer noch die Diesellok. Das ist einfach nur peinlich. Das muss sich dringend ändern. Die Lausitz hat mehr verdient als diesen Moos. Vielen Dank. Und für die SPD-Fraktion hat das Wort der Kollege Hannes Walter. Vielen Dank, Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen. Zu Beginn stelle ich fest, die Lausitz hat mit ihren Kraftwerken entscheidend dazu beigetragen, dass die Republik gut durch den Winter gekommen ist. Ohne die entscheidende Mithilfe der Kumpel aus den ostdeutschen Revieren wäre es in den Wohnungen hierzulande kalt und dunkel geworden. Diese Leistung verdient Respekt und Anerkennung. An dieser Zuverlässigkeit sollte sich auch die Politik ein Beispiel nehmen. Und das heißt für mich, am gesetzlich festgelegten Kohleausstieg bis spätestens 2038 festzuhalten. Ständige Diskussionen um einen vorgezogenen Kohleausstieg verunsichern die Menschen nur. Denn es geht um viel. Die Lausitzerinnen und Lausitzer verlieren mit dem Ausstieg aus der Kohle ihre Kernindustrie. Während andere Reviere wirtschaftliche Alternativen haben, entstehen diese in der Lausitz erst noch. Und es geht hier nicht nur um die Lausitz. Es geht auch um die sichere und bezahlbare Energieversorgung deutschlandweit. Ich nehme die Worte unseres Bundeswirtschaftsministers ernst, nicht zu machen, was die Versorgungssicherheit in Deutschland gefährdet. Sie hat oberste Priorität. Und ich zitiere mit Erlaubnis der Präsidentin den Bundeswirtschaftsminister aus der Berichterstattung in der Lausitzer Rundschau vom 3. März. Wenn wir auf dem Weg merken, dass es Probleme beim Material, bei den Lieferketten oder auch bei den Fachkräften gibt und es dadurch zu Verzögerungen kommt, dann werden wir vorhandene Kraftwerke auch weiterlaufen lassen. Wir nehmen Sie da beim Wort, Herr Habeck. Die vorhandenen Kraftwerke in der Lausitz müssen weiterlaufen, bis die Bedingungen für einen erfolgreichen Strukturwandel und eine sichere Energieversorgung gegeben sind. Erst dann kann über einen vorzeitigen Ausstieg nachgedacht werden. Ich hoffe, dass der Klausurbeschluss der Grünen-Fraktion von letzter Woche nicht wieder ein Startpunkt für den Rückfall in ideologische Debatten ist. Klar ist doch, jeder in der Lausitz weiß, dass die Kohle keine Zukunft hat. Und ganz ohne Frage ist es wichtig, dass wir unsere Klimaziele erreichen und uns mit vereinten Kräften für die Energiewende einsetzen. Doch Transformation braucht Zeit. Ein Strukturbruch wie in den 90er Jahren darf sich nicht wiederholen. Die Wirtschaft und vor allem die Menschen vor Ort müssen eine echte Chance haben, mit der Transformation Schritt zu halten. Das ist auch eine Frage des sozialen Friedens.
Es wäre niemandem zu vermitteln, wenn wir aus der Kohle überhastet aussteigen und gleichzeitig Kohlestrom aus Tschechien importieren müssten. Und das nur, weil wir noch keine grundlastfähigen Alternativen am Netz haben. So weit darf es nicht kommen. Es wäre aber auch niemandem zu vermitteln, wenn wir die Zeit jetzt nicht nutzen würden, um die Lausitz fit für die Zukunft zu machen. Die Lausitz wird Energieregion bleiben, eine Energieregion der Zukunft. Daher stehen ehrgeizige Projekte auf der Agenda. Davon kann ich mich täglich bei meinen Terminen bei Unternehmen, Kommunen und Organisationen überzeugen. Ich will hier gerne drei konkrete Beispiele nennen. Erstens. Ein wichtiger Schritt in Richtung Energieregion der Zukunft ist der Aufbau einer Wasserstoffinfrastruktur. In Brandenburg gibt es erhebliches Potenzial für das Erzeugen von grünem Strom, Wasserstoff sowie deren Verwertung. Gerade ehemalige Tagebauflächen haben ein hohes Potenzial. Die Wasserstoffstrategie des Bundes muss dabei auch die Lausitz mitdenken. Lokale Energiekreisläufe reichen für unsere Industrie auf gar keinen Fall aus. Die Lausitz braucht einen Anschluss an das bundesweite Wasserstoffnetz. Die Infrastruktur in Form von Gaspipelines liegt schon in der Erde. Sie muss nur umgerüstet werden. Die Umstellung erster Gastrassen und Pilotprojekte wie das Wasserstoffspeicherkraftwerk Lausitz zeigen, dass der Hochlauf der Wasserstoffwirtschaft Fahrt aufnimmt. Und diese Dynamik muss fortgesetzt werden. Zweitens. Die LEAG verfolgt mit ihrer Gigawatt Factory ambitionierte Pläne. Die Bergbaufolgeflächen der Tagebaue sind ein Flächenschatz für erneuerbare Energien. Sie sind vergleichsweise konfliktarm für Naturschutz, Mensch und Umwelt. Durch eine Gesetzesänderung hat der Deutsche Bundestag bereits Ende letzten Jahres den Weg freigemacht, diese Flächen zu erschließen. Zusammen mit den Kommunen sollen diese Flächen die hocheffiziente Nutzung von Wind und Photovoltaik ermöglichen. Die LEAG rechnet mit rund 4 Millionen Haushalten, die so sicher mit ökologischem Strom versorgt werden können. Das ist der richtige Weg. Drittens. Beim Strukturwandel brauchen wir Forschung und Wissenschaft. In der Lausitz sind in den vergangenen Jahren gut 2 Dutzend Wissenschaftseinrichtungen eröffnet worden. Das zeigt, wir meinen es ernst. Allein in Cottbus ist eine enorme Fülle an Instituten entstanden. Der Bund kommt seiner Verpflichtung hier nach. Kein Industriezweig wurde bei der Transformation je zuvor so unterstützt wie die Braunkohle. Wir sind auf dem richtigen Weg und setzen diesen Weg Schritt für Schritt weiter fort. Abschließend noch einige Bemerkungen zum Antrag der Linken. Auch wenn ich für einige Ihrer Forderungen durchaus Sympathien habe, so sehe ich doch eine Reihe von Mängeln in Ihrem Antrag. Es wäre beispielsweise wenig hilfreich, die Förderperiode auf das Jahr 2033 vorzuziehen. Hier würden gegebenenfalls Projekte gefährdet, die eine längere Umsetzungszeit haben. Auch die Forderung von gleich großen Jahresscheiben scheint nicht durchdacht. In der Umsetzung und Planung befinden sich überwiegend investive Großprojekte. Hier lassen sich mittel Planung und Abfluss durch Planungs- und Realisierungsphasen nicht in gleich große Jahresscheiben aufteilen. Und auch eine mangelnde Bürgerbeteiligung kann ich zumindest für Brandenburg nicht erkennen. Modellhaft möchte ich hier den Starkantrag der Bürgerregion Lausitz nennen. Hier wird Bürgerbeteiligung aufgebaut, insbesondere die Beteiligung von Kindern und Jugendlichen. In Brandenburg können auch Bürgerinnen und Bürger dank des Werkstattprozesses eigene Projektideen einbringen, und zwar über die Kommunen. Hier kann man nicht nur mitreden, sondern auch mitmachen. Kurzum, Erfolge kleinzureden macht noch kein Konzept und hilft auf Dauer nicht weiter. Wir gehen stattdessen weiter mit den Akteuren vor Ort voran und machen die Lausitz zu einer Zukunftsregion. Vielen Dank und Glück auf. Hannes Walter aus der SPD-Fraktion in dieser Debatte des Bundestages über den Strukturwandel in der Lausitz bzw. die Förderung des Strukturwandels. Und da ist es immer ganz praktisch, wenn die Abgeordneten wissen, wovon sie reden, weil sie nämlich da genau herkommen. Hannes Walter zum Beispiel kommt aus dem Wahlkreis 65 Elbe-Elster-Oberspreewald-Lausitz II. Genauso wie der jetzige Redner Knut Abraham aus der Unionsfraktion. Unsere Heimat ist eine ganz uralte europäische Kulturregion, dabei seit langem von der Braunkohleförderung geprägt. Das ist vielleicht das Erste, was Ihnen auch dazu einfällt. Ich lese gerade, und das rate ich, das Buch Sagen der Lausitz. Das enthält viel Anregung für unsere Debatte. Da geht es zum Beispiel um Lutgen und Zwerge, um das Bergmännlein oder Reichtümer in Bergen.
Wir müssen nur jetzt sehr aufpassen, dass die nächste Ausgabe von Sagen der Lausitz nicht ein Kapitel enthalten wird, das heißt die große Dummheit oder die große Dunkelheit. Denn für den Strukturwandel braucht es nämlich eine solide, belastbare Planung mit klarem Zeithorizont. Dafür steht der Kohlekompromiss mit dem Ausstiegsdatum 2038, genau wie mein lieber Kollege Hannes Walter das gerade sehr richtig ausgeführt hat. Was wir aber von Seiten der Koalition insgesamt gerade erleben, ist ein Bazar an Ausstiegsdaten, stark ideologiegetrieben, mit faktenorientierter, seriöser Planung hat das nichts zu tun. Die Koalition betreibt freihändig definierte Klimapolitik ohne Kompass. Da wird nicht gewartet, da wird gefordert. Jeder hat eine neue Idee. Vorgegaukelt wird eine Illusion der Erreichbarkeit von immer wieder neu definierten Zeithorizonten, völlig losgelöst von dem Grad der Versorgungssicherheit durch erneuerbare Energien. Wichtig ist doch Folgendes. Der bisherige Zeitplan funktioniert, meine Damen und Herren. Es gibt keinen Grund, ihn zu ändern. In Brandenburg beispielsweise hat sich ein funktionierender Ansatz mit ganz breiter kommunaler Beteiligung entwickelt. Sie kennen die großen Beispiele, die Unimedizin oder das Bahnwerk in Cottbus. Aber es gibt auch kleine Dinge. Wichtig mir zum Beispiel der Ausbau des Oberstufenzentrums in Elsterwerda für die Sicherung von Fachkräften. Überall spüren wir den Aufbruch. Und ich hoffe übrigens auch, dass sich für den Bahnhof in Kalau gleich bald mal eine Lösung abzeichnet. Stichwort Fachkräftemangel. Von Herzberg bis Cottbus, überall in der Lausitz, berichten mir Unternehmer und Fachverbände, dass das größte Problem eben der Fachkräftemangel ist. Und die Attraktivität von Handwerksberufen und übrigens, das sei nur ganz kurz angemerkt, auch bessere Orientierung für Existenzgründe. Aber bleiben wir bei den Fachkräften. Um neue qualifizierte Arbeitskräfte für die Lausitz zu gewinnen, müssen wir attraktiv sein. Niederschmetternd für die Region ist das Image über solche Fernsehproduktionen wie neulich der Mehrteiler Lauchhammer. Ich weiß nicht, ob das irgendjemand von Ihnen gesehen hat. Das war also ganz übel. Leute mit dumpfem, dunklem Grundton, sehr verstörend und jedenfalls ausgesprochen negativ. Allerdings ist dem Image der Region auch völlig abträglich, wenn die AfD auf den Plätzen aufmarschiert. Beides ein gefundenes Fressen für diejenigen, die in der Lausitz nur ihre eigenen Vorurteile bestätigt sehen wollen. Furchtbar. Den Gegenakzent setzt bei uns die kommunale Ebene. Landräte, Bürgermeister, die Lausitzrunde ist schon erwähnt worden von Hannes Walter, die geleitet von der Bürgermeisterin, sehr tüchtige Bürgermeisterin von Spremberg, Christine Herrn-Thiel, und vom Bürgermeister von Weißwasser, Herrn Pötsch. Genau so ist es. Die stemmen den Strukturwandel. Liebe Kolleginnen und Kollegen von der Ampel, hören Sie auf Ihre Abgeordneten, hören Sie auf die Rede von Hannes Walter. Sie haben das ja auch gegenüber der Presse schon gesagt. Dafür meine Anerkennung. Kein Ausstieg vor 2038. Und wenn Sie nicht auf Ihre eigenen Leute hören, dann hören Sie auf die Fachleute in der Kohlekommission. Und vor allem in der Lausitzrunde. Lassen Sie einfach den Kompromiss stehen. Den größten Gefallen aber täten Sie uns, wenn Sie Ihre Finger vom Wahlrecht lassen. Denn mit der Manipulation des Wahlrechts kann es passieren, dass zumindest was Brandenburg betrifft, die Region im Deutschen Bundestag nicht mehr vertreten sein wird. Das können Sie mal nachrechnen, es stimmt. Und das wäre nun das Allerabträglichste, wenn diese ganze Region nicht vertreten ist. Das können Sie einfach durchrechnen. So, gehen wir kurz zum Antrag. Ich kann dem auch einiges abgewinnen, aber einige ganz zentrale Punkte werden nicht angesprochen. Und es wird Sie nicht wundern, dass ich als sozusagen nach über Betreuungswahlkreis-Nachfolger von Klaus-Peter Schulze die Wasserproblematik anspreche. Was steht da drin zur Bekämpfung des drohenden Wassermangels? Sie fordern ein Gremium zur Umsetzung der nationalen Wasserstrategie. Und Sie alle wissen, oder sonst erfahren Sie es jetzt, dass seit 150 Jahren die Spree aus Grundwasser gespeist wird, das aus dem Tagebau kommt. Und die zweite Wasserkonferenz letzte Woche in Hoyerswerda hat da deutlich betont, dass selbst der Ausstieg 2038 aus wasserwirtschaftlicher Sicht sehr herausfordernd wird.
Wir brauchen also, liebe Linke, keine neuen Gremien, sondern einen Staat, der Maßnahmen für den Wasserhaushalt in Schwarzer Elster, Spree und dem Lausitzer Seenland. Lassen Sie mich zusammenfassen. Wandel braucht Zeit, Wandel braucht Vertrauen, sonst wird aus dem Wandel ein Bruch, und einen solchen hat die Lausitz bereits bitter erlebt. Die Lausitz hat eine klare Vision als klimaneutrale Energieregion, und dafür brauchen wir einen klaren politischen Rahmen mit dem Ausstieg 2038 und einem dementsprechenden Kurs auch der Bundesregierung. Und gerne helfen wir der Bundesregierung dabei, diesen Kurs wieder zu finden. Den Antrag lehnen wir aus den genannten Gründen ab. Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Danke, Frau Präsidentin. Knut Abraham aus der Unionsfraktion mit dem einen und anderen Blick ins Recht Regionale in der Lausitz. Aber da hat er auch seinen Wahlkreis. Der Bundeswirtschaftsminister nimmt an dieser Debatte teil. Es geht ja hier auch um Wirtschaftsförderung. Und die Rede zu dem Thema hält aber sein parlamentarischer Staatssekretär Michael Kellner. Das stimmt, die Lausitz ist reich an Sagen. Und ich kann jetzt auch Ottfried Preußler Krappert empfehlen als Literatur, aber wir sollten hier im Bundestag keine Märchen und Sagen erzählen. Es ist doch so, dass die Lausitz eine Energie- und Industrieregion ist. Und wir müssen heute die Weichen dafür stellen, dass sie es bleibt. Und gemeinsam mit den Menschen, die da übrigens viel, viel weiter sind. Wir sehen heute das Entstehen von Klimaindustrien in der Lausitz. Wir sehen 1200 neue Arbeitsplätze im Bahnwerk in Cottbus. Die Stadt wirbt selber als Boomtown Cottbus für sich. Wir haben gerade vor einigen Wochen das Referenzkraftwerk in der Schwarzen Pumpe auf den Weg gebracht, mit 30 Millionen Euro unterstützt. Dort geht es darum, dass 24 Stunden am Tag, 7 Tage die Woche aus Sonne und Wind mit grünem Wasserstoff grundlastfähig grüner Strom und grüne Wärme erzeugt wird. Das ist doch die Zukunft für die Lausitz. Und ich bin dem Kollegen Michael Theurer aus dem Verkehrsministerium sehr dankbar, dass wir gemeinsam dafür gekämpft haben, dass diese Stärke der Industrieregion Lausitz, nämlich auch die Bahnindustrie, der seit vielen Jahrzehnten ist, dass wir dort sie erhalten. Und da haben wir gemeinsam mit Alstom, mit IG Metall viele, viele Gespräche geführt. Und ich bin hoffnungsfroh, dass wir die Arbeitsplätze in Görlitz, in Bautzen, in Henningsdorf erhalten können. Weil das ist die Zukunft, das sind zukunftsfähige Industriearbeitsplätze für die Lausitz. Und dagegen steht ein Ministerpräsident in Sachsen, der den früheren Kohleausstieg als Tal des Todes beschreibt oder als Gefährdung des Wohlstandes. Er schürt Ängste und ignoriert doch einfach Realitäten. Lassen Sie uns doch die Realitäten im Blick nehmen. Diese Woche hat EnBW angekündigt, in Lippendorf, das ist bei Leipzig, in Sachsen, 2028 aus der Kohle auszusteigen, 7 Jahre früher, als es der Kohlekompromiss sagt. Woran liegt das? Das liegt an den ökonomischen Realitäten. Das liegt am CO2-Preis. Das liegt an den sinkenden Gaspreisen. Wir haben jetzt die Situation, dass wieder Kohlekraftwerke preissetzend am Strommarkt sind. Das, was wir immer so schön als Merit Order bezeichnen. Das heißt, das sind die Ersten, die wieder aus dem Markt rausgehen. Und wir sehen das an dem beschleunigten Ausbau der erneuerbaren Energien. Und das zu ignorieren, das ist Wohlstandssabotage. Wir stehen doch vor der Frage, gibt es einen ungeregelten Zusammenbruch der Kohle oder steigen wir jetzt in das Neue ein? Und es ist gut, dass der Ministerpräsident in Brandenburg sich offen gezeigt hat für einen früheren Ausstieg. Und klar ist doch dabei, dass die Versorgungssicherheit unsere oberste Verpflichtung ist. Das Neue wird es geben. Wasserstoff, grüne Gaskraftwerke. Und für die Menschen in der Lausitz möchte ich, dass sie in der Lausitz entstehen und dass dort die zukunftsfähigen Jobs entstehen. Wir sehen doch, wenn ich auf die Lausitz schaue, den Rückkehr der Klimaindustrie, den Comeback der Solarindustrie. Wir sehen, dass im nächsten Jahr Elektrolyseure in Berlin hier in der Massenproduktion gebaut werden, von denen ich möchte, dass sie auch in der Lausitz zum Einsatz kommen. Wir entscheiden gerade über ein Wasserstoff-Backbone-Netz. Da ist eine Idee, dass wir eine Leitung von Lubmin bis zur tschechischen Grenze nehmen, damit wir grünen Wasserstoff
in der Uckermark erzeugen, mit diesem grünen Wasserstoff in Eisenhüttenstadt grünen Stahl herstellen und diesen grünen Stahl dann nutzen in Görlitz, um daraus Straßenbahnen und Züge zu bauen. Das ist gelebter Klimaschutz und gelebter Wohlstandsschutz. Und ja, die größte Herausforderung in der Lausitz ist die Frage der Fachkräfte. Ich war erst zuletzt bei einer Firma Pevo, die baut Wärmepumpen her, deren größte Herausforderung ist, die Arbeitskräfte zu finden. Und wissen Sie, wir erinnern uns alle noch an die 90er Jahre, als die Generation meiner Eltern alle von Arbeitslosigkeit betroffen waren. Heute haben wir alle Chancen. Und wenn ich mit Azubis rede, dann wollen die doch Sicherheit. Die wollen doch in ihrer Region bleiben. Und dafür brauchen sie doch zukunftsfähige Jobs. Und die warten doch nicht bis 2038. Dann sind die weg. Und deswegen sollten wir nicht Luftschlösser über alte Kühltürme bauen, sondern entschieden ins Neue gehen. Und zu den Strukturwandelmitteln. Wir haben im letzten Jahr die Transparenz bei den Mitteln verbessert. Wir haben sie flexibilisiert. Wir haben die Starkmittel, die ja unter anderem auch für Zivilgesellschaft wichtig ist, gestärkt. Und lassen Sie mich klar sagen, wenn wir früher aus der Kohle rausgehen, dann ist es auch richtig und logisch, dass dann die Mittel, die bis 2038 vorgesehen sind, vorgezogen und flexibilisiert werden können, damit sie genutzt werden können. Wir stehen jetzt vor der Aufgabe, dieses Jahr die Weichen zu stellen. Dieses Jahr entscheiden wir alle Grundlagen über die Produktion von Wasserstoff. Wir schreiben neue Kraftwerke, Wasserstoff-ready, aus. Wir beginnen mit dem Hochlauf der Elektrolyseure. Das schafft Zukunft in der Lausitz. Und dafür lassen Sie uns gemeinsam streiten. Ganz herzlichen Dank. Michael Kellner, parlamentarischer Staatssekretär beim Bundeswirtschaftsminister, und hat hier gesprochen in einer Debatte des Bundestags auf einen Antrag der Linken hin zum Strukturwandel in der Lausitz, zum bevorstehenden Kohleausstieg im Jahr 2038 und der Förderung von Nachfolgeindustrien. Enrico Komning, AfD-Fraktion, ist am Pult. Ich glaube, das war einmal nichts. Also außer leere Phrasen, wir reden über Klimaindustrie, grüner Wasserstoff, grüner Stahl. In anderthalb Jahren ist nichts passiert in der Lausitz. Und daran werden Sie sich messen lassen müssen, dass eben nichts passiert ist. Aber wir reden heute über einen Antrag der Linken. Und wenn man sich den ansieht, dann stellt man fest, Sie haben ja zunächst ein gesundes Problembewusstsein. Das ist ja schön. Sie werfen der Bundesregierung zu Recht vor, dass sie den Ausstieg der Braunkohle vorgezogen hat, ohne dabei zu berücksichtigen, dass sich damit eben auch der Strukturwandel beschleunigen wird. Das wird angesichts der derzeitigen Tatenlosigkeit der Bundesregierung tatsächlich zu massiven Problemen im Revier und anderswo führen. Sie werfen der Bundesregierung auch zu Recht vor, dass sie mit ihrem schwankenden Kurs die Planungssicherheit für Kommunen und mittelständische Unternehmen zerstört. Ja, genau. Schön, dass Sie das endlich mal sehen. Das ist ja tatsächlich ein riesiges Problem. Diese Dinge, meine Damen und Herren, sagen einem aber schon der gesunde Menschenverstand. Aber wenn Sie von den Linken kommen, dann kann das ja durchaus auch mal lobenswert erwähnt werden. Was schlagen Sie aber nun als Lösung vor? Leider ist auch das typisch für Ihre ganze Politik. Kein Wort davon, dass die Beschleunigung des Kohleausstiegs ein Fehler ist und rückgängig gemacht werden muss. Kein Wort davon, dass die Überforderung der Kommunen und Unternehmen im Namen einer rücksichtslosen Ideologie geschieht, die einmal grundsätzlich hinterfragt werden sollte. Stattdessen die typischen Vorschläge aus der linken Mottenkiste. Die haben zwar noch nie funktioniert, die Linke braucht sie aber offenbar, um ihre Existenz zu rechtfertigen. Sie fordern Unterstützungspakete, neue Förderinstrumente, mehr Personal in den Behörden, Verhinderung von Wettbewerb auf dem Arbeitsmarkt und so weiter und so fort. Staatsdirigismus pur fällt mir dazu nur ein. Liebe Kollegen, Sie müssen endlich Folgendes verstehen. Die Bundesregierung hat gar kein Interesse daran, dass die Kohlereviere blühen. Sie hat überhaupt gar kein Interesse daran, dass irgendeine Region in Deutschland blüht. Lesen Sie sich mal den Jahreswirtschaftsbericht 2022 durch. Die Bundesregierung hält nämlich die Wirtschaft ausdrücklich für nebensächlich. Sie will Klimaneutralität, koste es, was es wolle. Und Ihr Antrag, meine Damen und Herren von den Grünen, würde daher auch keinerlei Verbesserungen für die Lausitz bringen. Er würde nur noch tiefer in die von der Regierung gewünschte Öko-
sozialistische Zerstörung unserer sozialen Marktwirtschaft hinführen. Wenn Ihnen die Menschen in der Lausitz am Herzen liegen, dann kämpfen Sie gegen diese hirnlose und rücksichtslose Klimarettungspolitik der Bundesregierung, anstatt dabei zu helfen, sie mit ihren überholten Rezepten einzuzementieren. Vielen Dank. Enrico Komning aus der AfD-Fraktion hat sich jetzt doch ein bisschen mit den Antragstellern vertan, hat nämlich die Grünen als Antragsteller genannt, damit er den Begriff Ökosozialismus auch mal wieder loswerden kann. Der Antrag kommt aber von den Linken. Jetzt Reinhard Huben aus der FDP-Fraktion, da ist er wirtschaftspolitischer Sprecher. Frau Präsidentin, meine Damen und Herren, Frau Leib, ich hatte die Linke eigentlich immer als eine Partei verstanden, die besonders die Interessen der Länder Ostdeutschlands, unseres Vater- und Mutterlandes, vertreten. Dass Sie jetzt hier aber eine Rede und einen Antrag schreiben, wo Sie im Grunde das Land Brandenburg bevorzugen und die Länder Sachsen und Sachsen-Anhalt benachteiligen wollen, das ist für mich natürlich schon ein ganz neues politisches Kapitel, was die Linke hier aufschlagen möchte. Da kann ich nur sagen, herzlichen Glückwunsch. Wenn Sie diesen Weg verfolgen, werden Sie hier lange nicht mehr die politische Debatte begleiten. Und Herr Komning, was Sie da erzählt haben, ist natürlich wirklich absolut absurd. Diese Bundesregierung hat durch ihre Aktivitäten sichergestellt, dass sämtliche Industrien in Deutschland diesen Winter durchproduzieren konnten. Wir haben die Gasversorgung sichergestellt, wir haben neue LNG-Terminals installiert und dadurch weiterhin klar dafür gesorgt, dass die deutsche Industrie und die deutsche Wirtschaft für Wohlstand in Deutschland arbeiten kann. Warum sprechen wir denn dann heute über das Thema? Wir haben im Moment die Situation, dass die Landesregierung in Nordrhein-Westfalen sich entschieden hat, frühestens bis 2030, vielleicht aber auch erst 2033, aus der Braunkohleverstromung aussteigen möchte. Und nun hat Robert Habeck mal eine Debatte losgetreten, ob das denn auch für die ostdeutschen Regionen gelten soll. Und ja, Sie bemängeln, dass es keinen Gesetzentwurf dazu gibt. Das liegt aber daran, meine Damen und Herren, dass wir diesen Kohlekompromiss ja seinerzeit breit diskutiert haben, auch mit den betroffenen Bundesländern. Und die Reaktionen aus Sachsen-Anhalt und Sachsen zeigen, dass es in den entsprechenden Bundesländern überhaupt gar kein Interesse gibt, diese Situation zu verändern. Ich empfehle mal, die Aussagen des Ministerpräsidenten des Landes Sachsen-Anhalt dazu aufzunehmen. Denn es ist so, meine Damen und Herren, dass zum Beispiel in Sachsen-Anhalt man sagt, wir haben unsere Hausaufgaben, was die Versorgung mit Windenergie hat, mehr als erfüllt. Wir sind ein relativ dünn besiedeltes Land mit einer ganz starken Windindustrie und wir versorgen mit unserer Windindustrie die Industrien in Westdeutschland und in Süddeutschland. Und die Botschaft des Ministerpräsidenten des Landes Sachsen-Anhalt war, jetzt sollten doch bitte erst mal vor allen Dingen die Länder Bayern und Baden-Württemberg ihre Hausaufgaben machen, was den Ausbau von alternativen Energien angeht. Da kann ich nur sagen, recht hat er, meine Damen und Herren. Also, wenn wir vorankommen wollen beim Kohleausstieg und wenn wir es schaffen wollen, in Zukunft uns ganz auf alternative Energien stützen zu können, muss jedes Bundesland seinen Beitrag leisten, muss jedes Bundesland entsprechend installieren, auch wenn das vor Ort vielleicht nicht so beliebt ist. Außerdem haben wir die Aufgabe, unser Stromnetz entsprechend auszubauen. Dort sind wir zu langsam. Das ist aber auch der Bundesregierung bekannt. Und wir setzen alles daran, dass wir uns an der Stelle verbessern. Also, wir sollten nicht anfangen, verschiedene Bundesländer gegeneinander auszuspielen. Wir sollten lieber gemeinsam das umsetzen, was wir beschlossen haben. Und deswegen
würden wir als FDP empfehlen, solange die Bundesländer Sachsen, Sachsen-Anhalt und Brandenburg gemeinsam nicht an dem eingeschlagenen Weg etwas verändern wollen, bis 2038 aus der Braunkohle aussteigen zu wollen, sollten wir die Situation so belassen, wie sie ist. Vielen Dank. Reinhard Huben für die FDP-Fraktion. Die Linke fordert die Bundesregierung in ihrem Antrag auf, für mehr Sicherheit und Klarheit beim Strukturwandel in der Lausitz zu sorgen. Dafür soll die Regierung einen Gesetzentwurf vorlegen, der die Förderung auf den Zeitraum 2023 bis 2033 vorzieht. Und außerdem soll es ein Unterstützungspaket für die Kommunen in den Kohlerevieren der Lausitz geben. Das, wie gesagt, ist die Wenn Sie unseren Antrag aufmerksam Forderung lesen der und auf Linken. Und jetzt gibt es hier eine Kurzintervention von Karin Ley. Wir es gerade bemängeln, dass die Gelder für die Lausitz auch in der Lausitz ankommen müssen und dort vor allen Dingen dort, wo die Kohle von der Kohle betroffenen Regionen sind. Und da sehen wir eben das Manko in der bisherigen Verteilung der Gelder. Und ich habe explizit einige Beispiele genannt, wo Teile aus Sachsen, die explizit vom Kohleausstieg betroffen sind, beispielsweise im Landkreis Bautzen, ausdrücklich zu schlecht abschneiden bei der Verteilung der Gelder und dass das nicht gerecht ist und dass genau diese ungerechte Verteilung der Gelder eben nicht das Verständnis in der Region für den Kohleausstieg befördert, sondern es im Gegenteil zerstört. Und das ist ein Gemurkse und das wollen wir ändern. Wir wollen eine gerechte Verteilung der Strukturhilfen, vor allen Dingen für die Städte und Gemeinden, die tatsächlich vom Kohleausstieg betroffen sind. Genau darum geht es. Und deswegen weise ich Ihre Unterstellung in aller Entschiedenheit zurück. Herr Huben, Sie haben die Möglichkeit zu antworten. Auch sehr, zwei Minuten sehr, geehrte, sehr geehrte Kollegin Ley, Sie selbst haben in Ihrer Rede gesagt, ja, dann wird versprochen, einen ICE zu bauen zwischen Cottbus und Berlin, damit der Ministerpräsident schneller Görlitz, Entschuldigung, ja, ist weiter südöstlich, ist mir schon klar. Entschuldigung, ich hatte Cottbus im Ohr, also Görlitz. Es würde eine ICE-Strecke von Görlitz nach Berlin gebaut und das diene ja nur dazu, dass der Ministerpräsident möglichst schnell wieder nach Berlin käme. Ich habe das so interpretiert, Frau Ley, dass Sie da offensichtlich einen Wettbewerb zwischen den Ländern lostreten wollen. Und Ihr Antrag gibt das in Einzelteilen eigentlich auch allein schon über die Überschrift, nämlich Lausitz ist, wo ich mich jetzt bei Görlitz vertan habe, die Lausitz fast ausschließlich in Brandenburg ist und Sachsen-Anhalt überhaupt nicht erwähnt wird, sehe ich schon den Ansatz eines Wettbewerbs zwischen den Ländern. Dankeschön. Dann führen wir die Debatte fort. Aber bevor wir die Debatte fortführen, Herr Gurke, Moment. Ich möchte gern, das habe ich nämlich vorhin vergessen, noch die namentliche Abstimmung offiziell schließen. Und die Schriftführerinnen und Schriftführer dürfen jetzt auszählen. Das Ergebnis gebe ich später bekannt. Und Herr Gurke, Sie haben jetzt das Wort in der Debatte. Die Abstimmung über die Beteiligung der Bundeswehr an der UN-Mission im Südsudan ist damit geschlossen, wird ausgezählt. Und Christian Görke ist am Pult, nochmal Linksfraktion, der kann jetzt manches gerade rücken. Und außerdem war er von 14 bis 19 Finanzminister in Brandenburg. Kohleausstieg und vor allen Dingen ohne Plan kennt nur Verlierer. Sie verunsichert die Menschen und vor allen Dingen verliert die Politik an Glaubwürdigkeit. Und dass wir hier permanent über wechselnde Ausstiegsdaten fabulisieren, hilft keinem weiter. Was wir jetzt brauchen, ist endlich einen schnellen Einstieg mal in den Ausstieg. Aber wie gesagt, mit einem Plan, meine Damen und Herren. Und da bin ich auch schon bei Ihnen, Herr Staatssekretär Kellner. Sie wissen schon, dass Sie regieren, oder? Wo ist denn der im Sommer von Ihrem Chef vorzulegende Zwischenbericht zum Kohleausstieg? Verschoben. Wo sind denn die von Ihnen so ja erwähnten, für den frühen Ausstieg vorgezogenen Finanzbudgets im Haushaltsentwurf dieser Bundesregierung oder in der mittelfristigen Finanzplanung? Fehlanzeige. Gleichzeitig lassen Sie auch noch zu, als grüne Bundestagsfraktion, dass bei den zugesagten Strukturmitteln noch getrickst wird, indem der Finanzminister zusätzliche EU-Mittel aus dem GTF-Fonds einfach mal mit den Strukturmitteln des Bundes mal verrechnet. So geht das nicht, meine Damen und Herren. Und damit wir mal, Herr Huben, Brandenburg, ja,
Für Brandenburg bedeutet das eine Kürzung der Strukturmittel von 3,6 auf 2,8 Milliarden Euro. Und dann, Herr Kellner, zum Schienenausbau. Das ist ja wohl ein Witz. Von den 17 geplanten Maßnahmen haben 14 bis heute keine Grundlagenermittlung. Das heißt, die Planungen, meine Damen und Herren, haben noch nicht mal begonnen. Und die Wahrheit ist, so wird das nichts mit Ihrem durchaus begrüßenswerten, vorzuziehenden Kohleausstieg, wenn Sie so weitermachen. Und deshalb haben wir als soziale Opposition Ihnen natürlich 12 umfangreiche Vorschläge unterbreitet, damit Sie dann auch wirklich mal Ihre Hausaufgaben machen. Und Herr Hoben, Sie sollten mal Geografieunterricht bei einem Hausaufgaben auch mal auf den Werkzettel nehmen. Vielen Dank. Für die SPD-Fraktion hat das Wort die Kollegin Katrin Michel. Sehr geehrte Frau Präsidentin, Kneni Präsidentka, Strukturnas mena je realita. Toller Steuerziel, debatu jemi volitach, döbimi debatovac vo situatie ludnosce. Liebe Kolleginnen und Kollegen, ich bin in Forst in der Lausitz geboren. Für mich war es völlig normal, am Rande eines Braunkohletagebaus aufzuwachsen. Die Kohlekumpel sorgten schon damals dafür, dass wir stabil und sicher mit Energie versorgt wurden. Im Tagebau zu arbeiten war ein angesehener Beruf. Die Bergleute sind stolz, und das zu Recht. Sie waren im Osten Deutschlands der Garant für bezahlbare Energie. Die Gleise rosten und das Förderband ist leer. Die braune Kohle von hier will jetzt keiner mehr. So sang der leider viel zu früh verstorbene Liedermacher Gundi Gundermann. Und der Song schildert eindrücklich den Strukturbruch in der Lausitz Mitte der 90er Jahre. Strukturbruch, Strukturwandel, Wende, Wiedervereinigung, Transformation. Für viele sind das nur Worte. Für Menschen wie mich sind das Abschnitte meiner Lebenswirklichkeit. Kaum eine Region im Osten war in den 90ern vom Strukturbruch so stark betroffen wie die Lausitz. Zehntausende Kohlekumpel verloren ihren Job, fanden keine Arbeit und mehr als ein Drittel verließ damals die Lausitz. Alleine in den Gewerken Kohleabbau und Kraftwerksparte verringerte sich in den 90er Jahren die Beschäftigtenzahl von 80.000 auf 8.000. Von diesem Strukturbruch hat sich die Lausitz lange nicht erholt. Die Arbeitslosenquote lag doppelt so hoch wie in anderen Teilen Ostdeutschlands. Und in die Lausitz traute sich kaum ein Investor. Unsere Städte landeten bei Zukunftsrankings sicher auf dem letzten Platz. Doch die Lausitzer gaben nicht auf und machten sich auf den Weg. Dann kam die politische Entscheidung, Deutschland steigt aus der Braunkohleverstromung aus. Schockstarre in der Lausitz. Der Kommission Wachstum, Strukturwandel und Beschäftigung ist es gelungen, den Ausstieg auf 2038 zu terminieren und im breiten Einvernehmen zwischen Unternehmen, Gewerkschaften, Umweltverbänden, Kommunen und Lausitzern zu verhandeln. Und mir braucht keiner erklären, wie schwer es war, diese Entscheidung zu akzeptieren. Damit aber diejenigen, die jahrelang das Land am Laufen gehalten haben, übrigens knapp 10% der aktuellen produzierten Stromkapazität kommt aus der Lausitz, eine Perspektive in ihrer Heimatregion haben, wurde 2020 das Investitionsgesetz Kohleregion, kurz InfKG, als Teil des Strukturstärkungsgesetzes Kohleregion verabschiedet. Dort wurde sehr genau festgelegt, mit welchen Maßnahmen der Lausitz und den anderen Kohleregionen beim politisch veranlassten Strukturwandel geholfen werden soll. 2021 wurde ich in den Bundestag gewählt. Und ich durfte den Koalitionsvertrag mitverhandeln. Genau in der Verhandlungsgruppe Klima und Energie. Und ich weiß genau, was wir besprochen haben. Erst einsteigen, dann aussteigen. Und ich weiß genau, was wir mit idealer Weise gemeint haben. Und es macht mich immer noch wütend, wenn wir immer wieder über Ausstiegszahlen diskutieren. Das geht doch völlig am Kern der Sache vorbei. Wir werden es nicht dulden, dass dieser Kampf um Jahreszahlen auf dem Rücken der Beschäftigten in den Revieren ausgetragen wird. Und wenn Sie mir aufmerksam zugehört haben, sollten Sie nachvollziehen können, was das mit den Menschen in der Lausitz macht. Und die Frage ist nicht, ob wir 20, 30, 32, 35 oder 38 aus der Kohle aussteigen. Die Frage ist doch, wie gestalten wir den Ausstieg schnell, sicher, sozial und nachhaltig?
Die zwingenden Voraussetzungen sind Versorgungssicherheit, Bezahlbarkeit und ein gelungener Strukturwandel. Und dazu müssen wir massiv in die erneuerbaren Energien investieren, Speicherkapazitäten schaffen und die Netze ausbauen. Die Ausschreibungen für wasserstofffähige Gaskraftwerke müssen schnellstens auf den Weg gebracht werden. Und der Strukturwandel wird nur gelingen, wenn wir auch massiv in die Infrastruktur investieren. Der Osten darf nicht abgehängt werden und muss zwingend per Pipeline an das künftige Wasserstoffnetz angeschlossen und versprochene Schienenprojekte endlich realisiert werden. Also, wir müssen planen, wir müssen bauen, wir müssen investieren, wir müssen neue Arbeitsplätze schaffen mit guter Arbeit und das im Deutschlandtempo, liebe Kolleginnen und Kollegen. Der Fortschritt in diesen Punkten wird darüber entscheiden, wann bzw. wie schnell wir aus der Braunkohleverstromung aussteigen können. Das haben wir sowohl gesetzlich als auch im Koalitionsvertrag vereinbart. Und die Lausitz hat sich doch längst auf den Weg gemacht. Ob Gigafactory, Kathodenfabrik, Lithiumfabrik, Kreislaufwirtschaft, Photovoltaik und Windkraft. Die Lausitz hat immenses Potenzial. Nutzen wir es doch für ganz Deutschland. Doch nicht über die Köpfe der Menschen hinweg. Wir Menschen in der Lausitz müssen mitbestimmen können, wie der Wandel vollzogen wird. Denn es ist unser Wandel. Politik setzt den Rahmen für Veränderungen. Und wenn sich Bedingungen ändern, müssen wir zügig und klug nachjustieren. Für diesen Wandel haben wir nur einen Versuch, damit die Lausitz Energieregion bleibt. Glück auf. Katrin Michel aus Sachsen und aus der SPD-Fraktion mit einer kleinen Werbung für die Lausitz bzw. auch den sächsischen Teil und mit einer mutmaßlich sorbischen Begrüßung zu Beginn ihrer Rede. Sepp Müller ist der nächste Redner. Er ist. Aber es gibt ein Ergebnis, wenn ich mich nicht vertue. Ich möchte die öffentliche Abstimmung bekannt geben über den Antrag zur Fortsetzung des UNMISS-Mandates. Abgegebene Stimmkarten waren 684. Mit Ja haben gestimmt 626. Mit Nein haben gestimmt 53. Enthaltungen 5. Die Beschlussempfehlung ist damit angenommen. Und das heißt, die Bundeswehrsoldaten können noch bis März 2024 an dem UN-Einsatz im Südsudan teilnehmen. 12 bis 15 sind es im Moment maximal möglich, sind 50. Jetzt aber Sepp Müller, stellvertretender Vorsitzender der Unionsfraktion, und es geht wieder um die Lausitz. Deswegen, weil Bündnis 90 die Grünen einen Beschluss gefasst haben, 2030 auch im Osten der Republik aus der Braunkohle auszusteigen. Und der Osten, liebe Linke, sind nicht nur die Lausitz, sondern ist auch das mitteldeutsche Revier. Und Katharina Tröge, die Fraktionsvorsitzende der Grünen, hat getwittert, Klimaschutz und sozialer Zusammenhalt sind zwei Seiten derselben Medaille. Nur zusammen gelingt der Strukturwandel in den Kohleregionen. Sie beschließen also, zuerst auszusteigen und wollen dann mit den Menschen reden. Sie haben immer noch den Eindruck, von ihrem Wesen wird die Welt genesen. Da machen wir nicht mit. Das Meinungsdiktat von Bündnis 90 den Grünen, welches die drei ostdeutschen Bundesländern aufdrücken wollen, kommt bei den Menschen überhaupt nicht an. Herr Staatssekretär Kellner, Ihre Umfragewerte und Wahlergebnisse von Bündnis 90 den Grünen sprechen Bände im ostdeutschen Bereich. Machen Sie weiter so, dann sind Sie unter 5%. Das werden wir nicht mitmachen, diesen Weg vor 2038 auszusteigen, meine sehr geehrten Damen und Herren. Wir haben gesamtgesellschaftlich zwischen Umweltverbänden, Wirtschaft, Ministerpräsidenten und Gewerkschaften, und bin ich ausdrücklich den Rednern der sozialdemokratischen Fraktion dankbar, mit der IGBCE gemeinsam beschlossen, dass wir spätestens 2038 aus der Kohle aussteigen. Und wir haben beschlossen, dass das Wirtschaftsministerium, Herr Habeck sitzt hier, einen Bericht vorlegt, ob wir schneller aussteigen können. Und der sogenannte Klimaminister hat es bis heute nicht geschafft, diesen Bericht vorzulegen. Was machen Sie mit Klimaschutz? Nichts machen Sie mit Klimaschutz. Sie beschreiben in einem Koalitionsausschuss, das Klimagesetz noch zu killen, die Ziele, die wir gemeinsam gemacht haben, im Sektorenbereich noch runterzudrehen. Das sind die Grünen, das ist Bewahrung der Schöpfung, das geht nicht mit Ihnen, das geht mit der Union, weil wir den gemeinsam mit den Menschen machen, meine sehr geehrten Damen und Herren. Und Sie haben gemeinsam mit uns beschlossen in der Mehrheit des Deutschen Bundestages, dass, wenn die Braunkohlemeiler vom Netz gehen, brauchen wir zusätzlich 40 Gaskraftwerke. 40 Gaskraftwerke. Wo soll denn das Gas herkommen? Ihr Bundeskanzler und jetzt auch der Redner von den Grünen, der Staatssekretär Kellner,
hat sich gefreut über die Ersparnis beim Gas. Wissen Sie eigentlich, dass im mitteldeutschen Chemiedreieck die chemische Industrie aktuell auf Halblast fährt? Dass mittlerweile die ersten Betriebe in der chemischen Industrie die Menschen in die Kurzarbeit schicken? Und Sie stellen sich sie hin und sagen, super, wir haben Gas gespart. An welche Kosten sind das? Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer mit gut bezahlten Tarifverträgen müssen das ausbaden, was Sie beschließen wollen, in Ihrer Ideologie vorher auszusteigen, 40 Gaskraftwerke aufzubauen. Das wird es mit uns nicht geben. Wir wollen Vorfahrt für erneuerbare Energien und wir wollen die Braunkohle. Kohlemeiler so lange am Netz halten, wie es notwendig ist, nicht nur für den Osten der Republik, sondern auch für den Süden und den Westen, weil wir als ostdeutsche Zukunftsregion zukunftsfähigen Strom erzeugen und den nicht nur erneuerbar, sondern auch mit Braunkohle. Und es ist auch aus nationalem Interesse so wichtig, den letzten Rohstoff, den wir in unserem Land haben, natürlich am Laufen zu halten. Und warum machen Sie, liebe Bündnis 90 Die Grünen, nicht endlich den Weg frei, die Braunkohlemeiler auch fast CO2-neutral zu betreiben? Was ist mit der Nutzung von CO2? Was ist mit der Speicherung? Jetzt haben Sie einen Satz im Koalitionsausschuss dazu geschrieben. Sie brauchen keinen Satz dazu schreiben. Stimmen Sie unserem Gesetzesentwurf zu. Wir machen den Weg frei für die Nutzung und Speicherung von CO2. Und dann können wir Braunkohlemeiler auch fast CO2-neutral betreiben. Der Weltklimarat, den Ihre Fraktion und Ihre Partei immer hochhält, hat gesagt, das 1,5-Grad-Ziel ist ohne eine negative Emission, sprich der Speicherung von CO2, nicht mehr zu erreichen. Lassen Sie uns doch endlich im Osten der Republik damit anfangen. Lassen Sie endlich zukunftsfähige Arbeitsplätze entstehen und CO2 aus den Braunkohlemeilern abspeichern und auch nutzen. Ihre Verbotspolitik haben die Menschen nicht nur im Osten satt, sondern auch im Stadtstaat Berlin. Der Klimaentscheid spricht ja Bände dafür. Machen Sie es endlich technologieoffen. Wir legen dafür Gesetzesentwürfe vor, meine sehr geehrten Damen und Herren. Ihre politischen Ideen und Wünsche aus dem Wolkenkuckucksheim ersetzen keine Physik und keine Fakten. Wir als CDU-CSU-Bundestagsfraktion wollen am Kohlekompromiss 2038 festhalten. Wir wollen das CO2 jetzt schon nutzen. Und wir wollen den Strukturwandel jetzt begegnen, indem wir die Infrastruktur aufbauen. Das sind unsere vier Antworten auf den Braunkohleausstieg bis zum Jahr 2038. Und lassen Sie mir noch ein Wort zum Koalitionsausschuss sagen, liebe Ampel. Sie haben dem Osten einen Bärendienst erwiesen. 144 Straßenprojekte werden in der Republik beschleunigt. Davon ist nicht ein einziges im Osten der Republik. Schämen Sie sich. Sie haben für den Osten nichts übrig. Aber wir kämpfen für den Osten von Deutschland. Na ja, könnte man Sepp Müller sagen, da sind die Straßen ja auch noch relativ neu, die Autobahnen jedenfalls. Jedenfalls die allermeisten. Also Sepp Müller war das aus der Unionsfraktion, wo er Fraktionsvize ist. Und hier geht es weiter natürlich um den Strukturwandel in der Lausitz und dessen Förderung. Und dazu jetzt Bernhard Herrmann aus der Fraktion Bündnis 90 Die Grünen. Sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen. Herr Müller, zurzeit liegt der Strompreis bei 0,5 Cent im deutschen Großhandel. Bei der Kohle kostet allein die Kilowattstunde für die CO2-Zertifikate, die Sie marktwirtschaftlich, als ETS-System, auch Sie als FDP, haben möchten, ungefähr 8 bis 10 Cent pro Kilowattstunde. Die Kohle ist jetzt schon nicht mehr im Geld. Sie machen die Menschen was vor, Sie lügen die Menschen an. Laut Lausitz-Magazin, Herr Abraham, ist Image und Zuzug der neue Gradmesser für die Strukturstärkung. Herr Abraham, wir waren beim Geografieunterricht, ich möchte ihn fortsetzen. Dass Sie die Lausitz von Herzberg, aus der Nähe, wo ich herkomme, ein bisschen weiter nördlich, bis nach Cottbus nur sehen, kann ich mir vorstellen, weil Ihnen einfach wahrscheinlich der Landrat in Bautzen peinlich ist. Der schadet der Region, der schadet ganz Deutschland in dem Image der Region und Sachsens massiv. Ihr CDU-Landrat, klären Sie das bitte mit dem, dass Sie das nicht ansprechen, kann ich verstehen. CO2-neutrale Kohle, Herr Müller, ist ein weiterer Kostenrucksack. Wollen Sie wirklich, und Sie sprachen ja auch davon, Herr Abraham, von Planbarkeit,
Wollen Sie wirklich gerade im Zentrum der DDR-Kohleindustrie von damals wieder Planwirtschaft einführen? Wollen Sie ehrlicherweise den ETS-Großhandel aufgeben? Oder wollen Sie ehrlich die Analysen lesen, die nämlich aus marktwirtschaftlichen Gründen da heißen, spätestens 2038, dieses Wort vergessen Sie und lügen damit die Menschen an. Es ist gut, dennoch gut, dass wir heute über den Kohleausstieg reden und den Strukturwandel in Ostdeutschland allgemein. Sicherheit und Klarheit beim Strukturwandel, so heißt der vorliegende Antrag der Linken und alle demokratischen Fraktionen zunächst eigentlich ohne, inklusive CDU und Linke, wollen doch genau das oder sagen es zumindest heute. Die Debatte macht mich da etwas ratlos, weil die wirtschaftspolitischen Realitäten, wenn wir europäischen Zertifikatehandel, schönen Gruß an Fridays for Future von Seiten der Linken, ernst meinen und nicht aufheben wollen, ist einfach so, dass wir dann ehrlich ins Auge gucken müssen. Auch Sie als Linke bitte. Niemand muss in den ostdeutschen Strukturwandelregionen schwere Umbrüche befürchten. Weil, und schüren muss man die schon gar nicht, weil wir steigen ein und wir können uns entsprechend vorbereiten, wenn wir uns ehrlich machen, was wir in der Hand haben. Und wir haben es, ich habe es mehrfach beschrieben, wirtschaftspolitisch nicht in der Hand, die Kohle dauerhaft am Laufen zu lassen. Und ich möchte als Beispiel nennen, das hat niemand angesprochen von Ihnen, das wundert mich nicht, EnBW ist für alle überraschend, niemand redet drüber, alle sind schweigsam, alle halt gucken weg, die Menschen betrifft es trotzdem, die Strukturentwicklung findet trotzdem statt. Bitte machen wir uns ehrlich und machen den Menschen nichts vor. 28 geht es in Lippendorf raus und bitte schön, Sie wissen, wie der Business Case aussieht, es ist weniger Geld im System in Lippendorf, die Quecksilberabrüstung, Nachrüstung ist zu leisten, die investieren dort vielleicht nicht mehr. Können Sie es garantieren, Herr Müller? Garantieren Sie den Menschen dort in Mitteldeutschland, dass es klappt? Ich kann es leider nicht. Ich bin für Ehrlichkeit. Auch wenn das nicht immer beliebt ist und die Wahlzahlen dort nicht doll sind. Politik hat eine andere Aufgabe, als Wahlzahlen zu schielen. Tut mir leid. Wenn Sie überraschende Brüche erleben, Herr Müller, dann freuen sich die Ränder. Und deswegen steigen wir ein. Jetzt steigen wir ein, damit wir auch aussteigen können. Das organisieren wir und das findet statt. Und wir haben von Wasserstoff geredet und ich möchte noch ein Thema aufgreifen kurz. Es wird, und das Thema Wasser ist zum Glück endlich mal da. Endlich mal da. Herr Görke, zu Ihrer Minister oder zu Ihrer Zeit in Brandenburg war das Thema Wasser tabu. Es war auch das Thema EnBW. Es war auch das Thema Übergabe von Vattenfall an die LEAG, EPH. Hat die Linke mitgemacht, ohne zu sichern, dass die Bürgschaften da sind für die Ewigkeitslasten. Herr Görke, doch, natürlich passt das, stimmt das, genauso wie das die CDU mitverantwortet in Sachsen natürlich. Wir haben nicht geklärt die Wasserfrage. Es wird nicht für alle Projekte genügend Wasser geben. Das ist das eigentliche Problem. Machen wir doch die Augen auf davor. Wir wissen es alle. Wir müssen uns dem auch zuwenden. Wir müssen aber auch sicherstellen, dass der Betreiber des eben außer EnBW ist das EPH, LEAG oder MIBRAG im Mitteldeutschen, dafür gerade steht, dass Geld da ist, dass diese gewaltige Frage der Wasserknappheit auch mitgelöst wird von dem, der es betriebswirtschaftlich auch ausnutzt, dass das Geld nicht weg ist und wir eines Tages dastehen als Menschen in der Region und die Wasserfrage selbst zu klären haben mit eigenen Kosten. Deswegen ist es wichtig, auch bei den Sanierungsarbeiten und der Gestaltung der Bergbaufolgelandschaften auf ein nachhaltiges Wassermanagement zu achten. Denn wenn die Lausitz in der Folge der Braunkohle mehr oder weniger zur Wüste wird, die Knappheit ist eklatant. Das wissen wir. Der Ostsee füllt sich leider nicht, der Abraham. Das wissen Sie, wenn Sie dorthin gucken. Sie sehen das auch. Der hat sich im letzten Sommer entleert um 5 Millionen Kubikmeter. Dann nützt es nichts, auch Sicherheit und Klarheit beim Strukturwandel zu haben. Wir brauchen Planbarkeit für den Wasserhaushalt, für Bergarbeiterinnen und Bergarbeiter, für die Region. Darum steigen wir jetzt bei Strukturwandel mit Erneuerbaren richtig ein und möglichst frühzeitig den Ausstieg aus der Braunkohle verlässlich auf 2030 vorziehen zu können. Das muss das Ziel sein. Schönen Dank. Bernhard Herrmann, Fraktion Bündnis 90 Die Grünen. Der nächste Redner kommt aus der AfD-Fraktion. Carsten Hilse ist dort klimapolitischer Sprecher. Das Präsidium, meine Damen und Herren, liebe Landsleute, vor allem liebe Lausitzer Bergleute. Dieser Bundesregierung, aber auch der Vorgängerregierung war und ist die Lausitz vollkommen egal. Die Lausitz, meine Heimat, wurde auch durch die reichen Braunkohlevorkommen stark durch die Industrierevolution geprägt. Von Mitte der 50er Jahre bis 1990 war sie der wichtigste Energiestandort der DDR. Die Förderung der Braunkohle und deren Nutzung brachte der Lausitz Wohlstand. Sie musste dafür aber auch bluten. Circa 25.000 Menschen wurden umgesiedelt.
Zu DDR-Zeiten wurden sie durch das menschenverachtende System einfach in eine Plattensiedlung verfrachtet. Heute ist das anders. Die Dörfer, die heute der Braunkohle weichen müssen, werden an anderer Stelle neu errichtet. Manchmal zieht sogar die Dorfkirche mit um. Der Verlust der Dörfer ist der einzige vernünftige Grund, irgendwann aus der Braunkohle auszusteigen, aber erst dann, wenn ein adäquater Ersatz vorhanden ist. Vogelschredder und Insektenfallen, die Sie zuhauf den Lausitzern aufs Auge drücken wollen, sind es aber definitiv nicht. Aus den ehemaligen Tagebauen wurde die größte Seenlandschaft Deutschlands, die auch Anziehungspunkt für viele ausländische Gäste ist. Die Arbeitsplätze, die in der Tourismusbranche entstanden, ersetzen aber keinesfalls die Industriearbeitsplätze, die durch die nur durch die Klimareligion begründeten Kohleausstieg vernichtet werden. Das interessiert weder die grünen Kommunisten. Sie wollen den Kohleausstieg im Osten auf 2030 vorziehen. Die fleißigen Bergleute, die dafür sorgen, dass in Deutschland nicht das Licht ausgeht, bekommen nun den nächsten Tritt in den Hintern. Dass gerade die Lausitz den grünen Kommunisten ein Dorn im Auge ist, ist nachvollziehbar. Bei der Bundestagswahl 2021 bekamen sie im Landkreis Bautzen, meinem Wahlkreis, bei den Zweitstimmen 4 und bei den Erststimmen 2,6%. Ein Ergebnis, das sich viele Menschen in ganz Deutschland wünschen. Schon der Beschluss des Kohleausstiegs 2038, empfohlen durch die sogenannte Kohlekommission, in der nicht ein einziger Energiefachmann, nicht ein einziger Netzfachmann, dafür aber jede Menge NGOs saßen, die wie Blutegel Steuergeld absaugen, war ein Schlag ins Gesicht für die Lausitzer Bergleute. Viele ließen sich aber von den von Spezialdemokraten dominierten Gewerkschaften hinters Licht führen. Ein Strukturstärkungsgesetz würde aufgelegt werden. Die wegfallenden Hochwertschöpfen und gut bezahlten Arbeitsplätze würden ersetzt. Heute sehen wir, dass alles erstunken und erlogen war. Mit den Mitteln aus dem Strukturstärkungsgesetz wurde kein einziger Arbeitsplatz geschaffen. Die Mittel werden vorrangig dazu genutzt, die Landes- und kommunalen Haushalte zu entlasten. Das Bundesverkehrsministerium empfahl dem Freistaat Sachsen gar, Mittel aus dem Strukturwandelfonds für den Ausbau der A4 zu beantragen. Also auch hier sollten die Mittel nach Meinung der Bundesregierung für Aufgaben ausgegeben werden, die sie eigentlich mit Haushaltsmitteln bewältigen müsste. Und so fließt ein Euro nach dem anderen, der eigentlich für die Schaffung von Ersatzarbeitsplätzen vorgesehen ist, zweckentfremdet in andere Projekte. Die Bergleute gehen wieder einmal leer aus. Dass die grünen Kommunisten nicht weiter als von der Tapete bis zur Wand denken, zeigt ein weiterer Aspekt, der nicht im Mindesten geklärt ist. Mein hochgeschätzter ehemaliger Kollege Klaus-Peter Schulze von der CDU wies immer wieder darauf hin, dass an manchen Tagen bis zu 70% des Spreewassers Grubenwasser ist. Wenn dieses ersatzlos wegfällt, kriegen der Spreewald und vor allem auch Berlin ein Riesenproblem. Wir als AfD fordern den sofortigen Ausstieg aus dem Kohleausstieg. Es braucht nicht nur einen adäquaten Ersatz für den Energieträger Kohle, sondern auch Ersatz für die ca. 25.000 Arbeitsplätze. Im Moment liefern die Lausitzer Bergleute, pflichtbewusst wie sie sind, nun mal noch verlässlich Strom für unser Land, aber irgendwann legen sie vielleicht den Schalter um. Dann werden Sie schmerzhaft erkennen, dass ohne die Lausitzer Kohle das Licht ausgeht. Vielen Dank. Und für die FDP-Fraktion hat das Wort Gerald Ulrich. Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, meine Damen und Herren! Wir alle wissen, der Osten von Deutschland hatte in den letzten Jahrzehnten einen starken Strukturwandel erlebt. Einen deutlich größeren Strukturwandel als der Rest des Landes, das ist unbestritten. Und was hat uns diese Erfahrung gelehrt? Sie hat uns gelehrt, dass sich ein Strukturwandel von oben nur sehr, sehr beschränkt aufzwingen lässt. Fördergelder alleine reichen dafür bei weitem nicht aus. Wir haben auch gelernt, dass ein Strukturwandel Zeit braucht. Aber diese Lehren berücksichtigen Sie, die Herren und Damen von den Linken, leider überhaupt nicht. Allein durch den Bundestagsbeschluss wird die Akzeptanz für das Vorziehen des Kohleausstieges in den ostdeutschen Revieren nicht größer werden. Die Akzeptanz erreicht man nicht, indem man den Menschen einfach Geld zum Leben gibt, sondern sie brauchen eine Zukunft für sich und vor allen Dingen auch für ihre Kinder. Es müssen Strukturen geschaffen werden, die Menschen neuen Möglichkeiten geben und eröffnen.
Die Förderung, die für 2027 bis 2038 vorgesehen ist, wollen Sie schon jetzt einfach von jetzt an bis auf 2033 ausgeben. Sie wollen also um 5 Jahre vorziehen, obwohl es keine klare Vorstellung darüber gibt, für was Sie diese Gelder eigentlich ausgeben wollen. Der Bau von neuen Gaskraftwerken, das wurde heute schon mehrfach gesagt, die wasserstofffähig sind, dauert Jahre. Genauso wie der Bau der dazugehörigen Infrastruktur sowie die Renaturierung. Darüber können Sie nicht hinwegsetzen, indem Sie die jährlichen Mittel einfach erhöhen. Das wird zu nichts führen. Dieser Strukturwandel kann außerdem nur funktionieren, wenn wir privates Kapital in die Region locken. Der Staat muss dabei auf allen Ebenen die Grundlagen schaffen. Wie bringt man aber privates Kapital in eine Region? Wo gehen Unternehmen denn eigentlich wirklich gerne hin? Unternehmen gehen dorthin, wo eine gute Infrastruktur vorhanden ist, wo gute Verkehrsanbindung, guter Netzausbau da ist und vor allen Dingen, wo wenig bürokratischer Aufwand da ist. In der Region Südthüringen, aus der ich komme, wurden nach der Friedlichen Revolution viele mittelständische Unternehmen aufgebaut. Aber nicht, weil wir Jahre mit Genehmigungen verbracht haben und auch nicht extrem komplizierte Förderanträge ausfüllen mussten, sondern weil alles schnell und unkompliziert ging. Das muss eigentlich unser Auftrag sein, auch für das gesamte Kohlerevier. Wir sollten darüber nachdenken, in der gesamten Kohleregion einen Raum für ein Reallabor zu schaffen, in dem es weniger Bürokratie gibt. Dort wird sich dann automatisch privates Kapital ansiedeln, was wir dann dazu nutzen können, um für die Menschen einen Strukturwandel herbeizuführen. Das alles fehlt in Ihrem Antrag. Sie schreiben nichts darüber, wie man neue Wirtschaftsstrukturen schafft. Sie schreiben nichts darüber, wie man private Investitionen voranbringt, wie man Unternehmen vor Ort unterstützt oder wie man Neuansiedlungen schafft. Es ist schon klar, dass Sie Mitbestimmung von Betriebsräten bei der strategischen Ausrichtung von Unternehmen wollen. Was wir aber nicht brauchen, ist hier ein Weiter-so, sondern Umbruch und neues Denken. Denn wir wollen nicht in Richtung Sozialismus gehen. Das muss man Ihnen immer wieder sagen. Sie wollen es vielleicht, wir wollen es ganz sicherlich nicht. Interessant finde ich Ihren Antrag vor allem den Punkt 1b. Eine neue Aufteilung der Fördermittel in stark und weniger geförderte Gebiete. Mich würde ja interessieren, ob derselbe Ansatz auch für das Mitteldeutsche Revier gilt. Heißt das mit Blick auf die Region Altenburg zum Beispiel, dass Sie als Linke im Bund Ihrem Parteikollegen Bodo Ramelow die Fördermittel kürzen wollen? Weiß das der Ministerpräsident von Thüringen überhaupt? Aber Frau Henning-Welso und auch der Herr Lenkert werden schon wissen, was Sie als Bundestagsabgeordnete aus Thüringen hier unterstützen. Oder vielleicht auch nicht. In einem gebe ich Ihnen allerdings recht. Dass sich die energiepolitischen Rahmenbedingungen mit dem Beschluss des Bundestages verändert haben. Wir sehen auch, dass andere Regionen ihren Ausstieg vorziehen. Hier haben die Menschen sich vor Ort mit den gegebenen Möglichkeiten entschieden, das zu machen und haben nicht auf Berlin gewartet. Wir müssen den Menschen und den Unternehmen in den Revieren im Osten helfen und dürfen den Strukturwandel als Bund nicht im Wege stehen. Wenn wir das schaffen, dann bin ich mir sehr sicher, dass dort auch die Menschen zu dem Schluss kommen, den Strukturwandel schneller als geplant vorzuziehen. Ihren Antrag brauchen wir dazu jedenfalls nicht. Gerald Ulrich war das aus der FDP-Fraktion. Der Bundestag diskutiert weiter über den Strukturwandel in der Lausitz. Dem Ganzen zugrunde liegt ein Antrag der Linken. Gerald Ulrich war der drittletzte Redner übrigens. Kommen also nur noch zwei. Lars Rohwer beispielsweise ist der nächste aus der Unionsfraktion. Dann Maja Waldstein aus der SPD und dann werden wir uns vorübergehend hier mal verabschieden, aber natürlich rechtzeitig zurückkommen. Steht ja auch noch eine Aktuelle Stunde an im Bundestag. Jetzt erstmal Lars Rohwer. Unglaublich. Sie weilte, was man so hört, außer Landes. Eigentlich sollte ja der Kanzler da sein, aber der musste seine Koalition zusammenhalten und schickte den Bundesarbeitsminister. Warum spreche ich das in einer Debatte zum Strukturwandel an? Ja, der Strukturwandel hat tatsächlich was mit Arbeit zu tun, aber eben auch mit Forschung. Im Freistaat Sachsen wird der Strukturwandel durch die Ansiedlung von Großforschungsinstituten begleitet. Kluge Köpfe in eine schöpferische Region zu holen, halte ich für intelligent. Denn die Erkenntnisse aus exzellenter Forschung in die Werkhallen und anschließend in die Städte und Gemeinden, in die Häuser und auf die Straßen zu bringen, ist wirklich eine kluge Idee. Und deshalb hatte ich erwartet, dass die Bundesforschungsministerin, aus deren Haus die neuen Forschungsinstitute maßgeblich finanziert und befördert werden, auf dem Forschungsgipfel
zu erleben. Wieder mal hat sie eine vertane Chance als Ministerin der vertanen Chancen gegeben. Nun war also der Bundesarbeitsminister da und hat durchaus interessante Sachen gesagt. Er sprach ausdrücklich von Sicherung der Wertschöpfung und des Wohlstands in Deutschland. Ich bekam Hoffnung, dass dies genau zeitgleich unter der Moderation des Bundeskanzlers im Koalitionsausschuss Thema ist. Am Dienstagabend erblickte dann der 16-seitige Koalitionsvertrag 2.0 der Ampel das Licht der Welt. Und siehe da, Wertschöpfung und Sicherung des Wohlstandes, leider Fehlanzeige. Das A und O eines funktionierenden Strukturwandels ist eine gut ausgebaute Infrastruktur, aber in der Folge natürlich die Wertschöpfung und der Wohlstand in der Region. Wir müssen nachhaltige, resiliente Strukturen schaffen. Hier steht die Lausitz vor besonderen Herausforderungen. Hier müssen gemachte Zusagen auch eingehalten werden. Es wurde in den 30-Stunden-Verhandlungen kein einziges Projekt zur Begleitung des Strukturwandels in der Lausitz neu priorisiert oder zugesagt. Weder die ICE-Trasse von Berlin über Cottbus nach Görlitz, noch die unbedingt notwendige Elektrifizierung der Bahntrasse von Dresden nach Görlitz, auch nicht der sechsstreifige Ausbau der A4 und die Stärkung der gesellschaftlichen Infrastruktur des Zusammenlebens ebenso nicht. Der Ausbau der Infrastruktur braucht aber bekanntlich Zeit. Und Planungsschritte müssen beschleunigt werden. Darüber haben Sie im Koalitionsausschuss auch gesprochen. Aber die Lausitz, die Sie mit viel zusätzlicher Energie versorgungssicher über den Winter gebracht hat, haben Sie in der Ampel völlig vergessen. Wertschöpfungsverluste, die durch das Ende des Braunkohleabbaus und der Braunkohleverstromung entstehen, müssen ausgeglichen werden. Es müssen nachhaltige und innovative Lösungen entwickelt werden, die neue Wertschöpfung schaffen. Unsere Volkswirtschaft braucht Vertrauen und Verlässlichkeit in politische Entscheidungen und keine ständig wechselnden Grundsatzentscheidungen. Und wir brauchen die Kohle auf dem Weg zur energetischen Transformation. Bis wir mit erneuerbaren Energien Versorgungssicherheit gewährleisten können, brauchen wir die Arbeit der Energiearbeiter. Ehren wir also die Arbeit der Energiearbeiter in dem Tagebau, im Kraftwerk und auch bei den erneuerbaren Energien. Diese Dinge gegeneinander auszuspielen, wie von den Grünen betrieben, ist einfach Gift für unser Land. Die Menschen in der Lausitz fühlen sich veralbert, wenn sie uns im Krisenwinter den Allerwertesten mit ihrer Arbeit retten sollen und die Bundesregierung sie wenig später fallen lässt wie heiße Kartoffeln und der Bundesklimaminister sogar noch ankündigt, eher aussteigen zu wollen und das am Neujahrstag. Der Kohleausstieg ist erstrebenswert und notwendig. Es führt kein Weg daran vorbei. Das bestreiten auch die Menschen in der Lausitz nicht. Doch der Weg dahin ist herausfordernd und wir müssen die Menschen in dieser Transformation begleiten. Viele sorgen sich nicht nur um die Arbeitsplätze im Bergbau, sondern auch darum, dass die Region weiter an Bedeutung verlieren kann. Und gleichzeitig wird ein vorgezogener Kohleausstieg auf 2030 von den Grünen bei einer Klausur in Berlin beschlossen. Und nicht mit den Menschen in der Region. Das befördert bestehende Ängste und kündigt nach dem Rheinischen Revier auch den Kohlekompromiss für Ostdeutschland auf. Die Grünen sorgen nicht für Planungssicherheit in der Lausitz, sondern sie zerstören sie und lassen die Menschen und Unternehmen in der Bergbauregion im Ungewissen über ihre Zukunft. Erfolgreiche Veränderungsprozesse funktionieren aber nur mit überzeugten Mitstreitern. Und Partizipation ist ganz besonders wichtig. Nur mit einem starken Verständnis für die Veränderung und den Willen zur Veränderung schaffen wir erfolgreiche Transformationsprozesse. Kollege Rover, erlauben Sie eine Zwischenfrage aus der Fraktion Bündnis 90 Die Grünen? Gerne. Vielen Dank, Herr Kollege Rover, für die Gelegenheit. Sie haben gerade gesagt, die Grünen würden mit dem Beschluss, den wir da gefasst haben, und den Planungen Planungssicherheit für die Beschäftigten verhindern. Stimmen Sie nicht mit mir überein, dass es auch folgende Gefahr für die Beschäftigten gibt, wenngleich eine Chance beispielsweise für den Klimaschutz, dass durch einen entsprechenden Anstieg der CO2-Preise, des CO2-Zertifikatehandels auf Europäischer Union schon weit vor 2038, vielleicht so ungefähr um das Jahr 2030 herum, die Verstromung von Kohle gar nicht mehr rentabel ist und sich dann ein
ein ungeplanter, ein nicht entsprechend begleiteter, ein Kohleausstieg ergeben könnte, der rein marktwirtschaftlich getrieben ist und dann beispielsweise das Problem bietet, dass dann die Anpassungsleistungen, all die strukturpolitischen Vorhaben, die so wichtig sind, die in dem Kompromiss damals ja vereinbart wurden, gar nicht mehr umgesetzt werden können. Also stimmen Sie mit mir überein, dass ein nicht rechtzeitig geplanter, vorzeitiger Kohleausstieg nicht die viel größere Planungsunsicherheit für die Beschäftigten bieten könnte? Vielen Dank für die Frage, weil es mir die Möglichkeit gibt, Ihnen Sie noch mal darauf hinzuweisen, dass wir diesen Ausstieg gemeinsam in einem Kohlekompromiss gefunden haben. Die von der Kollegin Michel vorhin angesprochene Kommission hat das gemeinsam mit Umweltverbänden, mit Kirchen, mit Staatskanzleien und Gewerkschaften gemeinsam verhandelt. Und das ist der Plan. Und Sie versuchen es ständig nach vorne zu ziehen. Und jetzt erzähle ich Ihnen was zur erfolgreichen Change Management, weil Sie ja immer so neudeutsche Dinge auch gerne zitieren in den Grünen, in der Grünen Fraktion. Wissen Sie, wenn Sie mit Leuten sprechen, die diese Transformationsprozesse erfolgreich schon gestaltet haben, dann sagen die Ihnen, jetzt rede ich, habe Ihnen auch zugehört und jetzt können Sie mir zuhören, dann sagen die, wissen Sie, Sie müssen das Alte, was zu Ende geht, bis zum Schluss wertschätzen. Und Sie müssen es unterstützen und gleichzeitig das Neue nach oben fahren. Und wenn es soweit ist, dass beides miteinander auf derselben Höhe ist, und das habe ich auch bei der SPD-Fraktion vorhin ganz deutlich gehört, dann können Sie das Alte, so wie jetzt im Nordrhein-Westfalen, zur Ruhe legen, wo der Ministerpräsident mit der Kohle, mit der letzten Kohle, auch den Kohleausstieg in der Steinkohle beispielsweise fabriziert hat. Aber nicht anders. Sie müssen das Alte weiter wertschätzen, weil Sie werden es noch brauchen. Und Sie haben es ja in diesem Winter erlebt. Und Sie werden es im nächsten Winter, bin ich fest überzeugt, noch mal erleben. Sie werden ohne der Braunkohle gar nicht über die Runden kommen in den Winter. Glück auf, der Steiger kommt und er hat sein helles Licht bei der Nacht schon angezündet. So lautet der Beginn des bekannten Bergmannsliedes aus dem Erzgebirge, seit diesem Jahr nun auch immaterielles Kulturerbe auf Beschluss der deutschen Kultusminister. Die Arbeit der Kumpels über die letzten Jahrzehnte, ja Jahrhunderte, die von unschätzbarem Wert ist, verdient unsere vollste Anerkennung. Das ist meine feste Überzeugung. Und wie wir diesen Winter gesehen haben, brauchen wir sie weiterhin. Ohne Kohleverstromung wären wir nicht durch diesen Krisenwinter gekommen. Glück auf Brandenburg, Glück auf Sachsen, Glück auf Lausitz. Vielen Dank. Dem Glück auf kann man sich da ganz entspannt anschließen. Aber der Bergmannssohn aus dem Ruhrgebiet sagt Ihnen, das Ruhrgebiet hat den Abschied von der Kohle schon hinter sich. Und das schon 1-2 Jahre inzwischen. Maja Waldstein ist die letzte Rednerin in dieser Debatte. Sie gehört der SPD-Fraktion an und ist stellvertretende Vorsitzende der Landesgruppe Ost. Den Bürgermeister aus Guben, Fred Marow. Wissen Sie eigentlich, welcher Song gerade die deutschen Charts anführt? Ich habe gerade mal meine Kollegin gefragt und sie hat geraten. Sie hat gesagt, Taylor Swift. Fast. Es ist Udo Lindenberg. Aber das Spannendste im musikalischen Bereich, was in dieser Woche passiert, ist tatsächlich das, was Kollege Rover gerade gesagt hat, nämlich das Steigerlied, also ein Lied der Bergleute, ein Lied, das 345 Jahre alt ist, wurde als immaterielles UNESCO-Kulturerbe anerkannt. Und das Thema des Steigerlieds ist die Hoffnung der Bergleute, nach der harten und gefährlichen Arbeit im Bergwerk wieder ans Tageslicht und zu ihren Familien zurückzukehren. Es heißt, dass der Refrain Glück auf, das Glück beschwört, der Berg, die Grube, möge sich auftun und den Abbau von Bodenschätzen ermöglichen. Dieses Lied ist ein Symbol dafür, dass der Abbau der Kohle nicht nur maßgeblich für die Energiesicherheit unseres Landes über viele Jahrzehnte und gerade auch im letzten Jahr war. Es drückt auch die große Verbundenheit der Menschen in den Revieren zum Bergbau aus. Außerdem wird das Steigerlied regelmäßig auf SPD-Parteitagen gespielt. Kohle ist also nicht nur kostbare Wertschöpfung, sondern auch Identität. Und das hat die UNESCO anerkannt. Und darum fällt uns, gerade auch bei mir zu Hause in der Lausitz, der Ausstieg so schwer. Und das darf man auch nicht einfach so wegwischen. Aber das darf natürlich auch kein Grund sein,
Fakten zu ignorieren und die Bedeutung und Folgen der Klimakrise kleinzureden. Das wissen wir aber in der Lausitz auch, und wir gehen voran. Der Transformationsprozess, von dem alle immer reden, der läuft bei uns längst in vielen Bereichen und zeigt schon jetzt Wirkung. Ich erlebe auf meinen Wahlkreistouren immer wieder, dass die Menschen mir in den Dörfern berichten, ja, der Enkel hier von Nachbars, der ist jetzt wieder zurückgekommen, oder dass Betriebe übernommen werden. Und ich spüre diese Aufbruchsstimmung. Und das ist bei uns keineswegs selbstverständlich, weil die Situation in den Revieren im Osten eine vollkommen andere ist als im Westen, wo es neben der Kohle auch andere vielfältige Industrie gibt. Vielmehr sind die Rahmenbedingungen anders. Nach der Wende fand bei uns eine fast vollständige Deindustrialisierung statt. Wenn die Kohle geht, so hieß es bei uns über viele Jahre, geht mit ihr die letzte große Industrie, der letzte Garant für gut bezahlte Beschäftigung. Das Lohngefälle zwischen Ost und West wächst auch 30 Jahre nach der Wiedervereinigung. Und das verletzt die Menschen bei uns seit vielen Jahren, die genauso hart und oftmals mehr Wochenstunden arbeiten. Ich habe die Erwartung, dass auch diese Punkte berücksichtigt werden und dass allen hier im Haus klar ist, dass man keine Schablone über jeden Teil des Landes legen kann und sagen, wenn ihr das da so macht, dann könnt ihr das ja bei euch auch so machen. Natürlich ist der Ausstieg möglich, und viele Menschen bei uns in der Lausitz machen auch gerade das jetzt möglich. Aber mit Rücksicht auch auf die Energieversorgung des Landes und auf die Gegebenheiten bei uns. Nach der Wende wurde viel abgewickelt. Das akzeptieren wir nicht mehr. Jetzt wird bei uns entwickelt. Das hilft nicht nur unseren Regionen, sondern der Energiewende in Deutschland insgesamt. Und das können wir auch, wenn man uns lässt. Wir brauchen auch niemanden, der uns erklärt, wie es gemacht wird. Und wir brauchen jetzt vor allem auch nicht so ein Jahreszahlen-Bingo. Wir brauchen die Zeit, die wir brauchen. Es bringt nichts, ständig neue Ausstiegsdaten zu präsentieren, wie Sie das auch in Ihrem Antrag wieder gemacht haben. Man darf auch nicht vergessen, und das hat letztens die Spremberger Bürgermeisterin Christine Hantier so schön gesagt, wenn wir den Strukturwandelprozess nicht gründlich machen, dann öffnet das Raum für Klagen, und das verzögert alles. Was wir brauchen, sind klare Ansagen und verlässliche Rahmenbedingungen, dass wir Innovationskraftwerke bauen können. Wir brauchen eine Wasserstoffpipeline für ganz Ostdeutschland. Wir brauchen konkrete Projekte. Schon jetzt haben wir exzellente Wissenschaft und Forschung an der BTU Cottbus-Senftenberg und den außeruniversitären Forschungseinrichtungen. Der Lausitz Science Park wird zusammen mit Adlershof die Nummer 1 unter Deutschlands Wissenschaftsparks. Hybrid-elektrisches Fliegen wird in der Lausitz erforscht, im Projekt CESCO. CO2-arme Industrieprozesse werden am DLR-Institut in der Lausitz erforscht. Das sind konkrete Beiträge für den Klimaschutz. Was hilft mir das Forschungsinstitut, fragt der Bergmann. Hochschulen und Wissenschaft, Forschung und Lehre gehören zu den wichtigen Faktoren für die wirtschaftliche Entwicklung einer Region. Sie geben vor Ort Geld aus, sie schaffen Arbeitsplätze, bilden aus, zahlen Steuern. Und langfristig betrachtet schaffen sie nachhaltiges Wirtschaftswachstum. So kommt mehr Geld in die Region zum Handwerker, und die Region wird auch attraktiv für Industrie. Beispiele dafür haben wir. Die Kohle geht, die Bahn kommt, es entsteht ein ICE-Ausbesserungswerk in Cottbus. Anfang der Woche hatten wir einen Spatenstich für die Lithium-Hydroxid-Konverter in Guben für Autobatterien. Glückwunsch dazu, Herr Maru. In Drewitz bei Cottbus entsteht mit dem Green Areal Lausitz auf dem ehemaligen Flugplatz ein komplett CO2-neutraler Industriepark. Die LEAG plant das größte deutsche Zentrum für erneuerbare Energien, die Gigafactory, mit zunächst 7, dann 14 Gigawatt Leistung. Das sind hochwertige Industriearbeitsplätze. Sie sehen schon, meine Rede ist deutlich optimistischer im Ton als Ihr Antrag. Nochmal, ich bin fest davon überzeugt, wir machen das schon in der Lausitz, wenn man uns lässt. Und wir brauchen niemanden, der uns die Hand drückt und uns über den Kopf streichelt. Wir brauchen verlässliche Politik, und dafür setzen wir uns hier auf Bundesebene ein. Dafür stehen wir als SPD. Zusammengefasst, wenn wir in den ostdeutschen Revieren nicht behindert werden, wenn man uns den Weg gehen lässt, den wir eingeschlagen haben, die Rahmenbedingungen klarzieht, übrigens auch Schieneninfrastruktur, dann glaube ich, dass Udo Lindenberg weiterhin die Charts anführen wird, weil wir bald Bedarf nach noch mehr Sonderzügen nach Pankow haben, die von da aus dann direkt in die Lausitz wollen oder, wie man sie dann nennen wird, in die Wausitz. Vielen Dank.
Maja Waldstein war die letzte Rednerin in dieser Debatte, in der es um einen Antrag der Linksfraktion ging. Und in diesem Antrag wiederum ging es um den Strukturwandel in der Lausitz bzw. die Förderung der Lausitz nach dem Strukturwandel, mit dem Strukturwandel. Dieser Antrag wird jetzt im Wirtschaftsausschuss weiter diskutiert werden. Nicht gleich heute, aber in absehbarer Zeit. Dann kommt er gleich nochmal zurück hier ins Parlament. Vorne am Podium hat Bundestagsvizepräsidentin Katrin Göring-Eckardt übernommen. Der Tag wird zu lang. Ich sehe schon kommen. Hier geht es jetzt um Überweisung im vereinfachten Verfahren. Das ist nur so halb spannend, weil man auch gar nicht so richtig verfolgen kann, worum es im Einzelnen geht. Aber wir nutzen die Zeit, die wir haben, und schauen auf das restliche Geschehen der Republik. Und deswegen erstmal zurück nach Bonn in unser Studio und dazu Ina Baltes.